An meiner Seite jetzt Frau Martinek, ich grüße Sie recht herzlich. Sie küren heute den besten Nachwuchsdarsteller. Wie kommt man denn zu so einer Auszeichnung? Haben Sie sich das selbst ausgesucht oder wurde Ihnen das sozusagen mit delegiert? Delegiert, ja, es wurde mir angetragen und ich habe mich sehr darüber gefreut. Also dass Sie eher den Nachwuchsdarsteller wollen und nicht die beste Nachwuchsdarstellerin? Die hätte ich auch genommen, keine Frage. Was kann man denn von Ihnen erfahren aktuell, von Ihren Produktionen? Wo wird man Sie in Zukunft sehen oder was war gerade erwähnenswert in der Vergangenheit? Naja, als nächstes, das klingt jetzt noch ein bisschen weit weg, aber am 4. September startet eine 6-Teile-Miniserie, die ich gemacht habe, die Heiland. In der ARD, 20.15 Uhr, da spiele ich eine blinde Strafverteidigerin und das war für mich ein tolles Projekt, mich mit der Blindheit auseinanderzusetzen und mit Jura hatte ich bisher auch noch nicht so viel zu tun. Also es war wirklich sehr spannend, die Vorbereitung, ich glaube, es ist auch eine schöne Sache gelungen. Und dann habe ich einen Münchner Tatort gemacht mit einer tollen Rolle, da kann man immer nicht so viel verraten, weil alles die Spannung wegnimmt. Der kommt im Oktober und dann habe ich gemacht, einen Auftakt für eine neue Krimireihe, Schwarz und Schwarz. Die läuft im ZDF 2015, Samstagabend. Wann genau, weiß ich nicht, im Herbst. Wenn man das mal so betrachtet, diese ganze Schauspielbranche, die sind ja sehr gut gebucht und wir kennen ja auch bekannte Schauspieler, die zwar auch mal gut gebucht werden, aber dann auch Leerzeiten hat. Wie geht man damit eigentlich um oder was würden Sie den Schauspielern raten? Wie hat man sich darauf eigentlich einzustellen? Ist das etwas, worauf man sich einzustellen hat? Oder würden Sie sagen, man muss die Zeit nutzen, sich kreativ weiter zu verwirklichen, aber auch das Finanzielle, Wirtschaftliche? Wie würden Sie sagen, aus Ihrem Erfahrungshorizont, was soll man den jungen Menschen mit auf den Weg geben? Ich glaube, da muss echt jeder seine eigene Erfahrung machen. Ich bin, als ich fest am Theater war, da kriegt man kein hohes Gehalt, aber man kriegt monatlich sein Gehalt. Und man hat immer zu tun und wenn nicht, ist man eigentlich ganz froh, dass man mal irgendwie so einen Tag frei hat. Als ich dann da gekündigt habe und frei war, war das für mich auch ein Schock. Also es ist zwar toll, wenn man dreht, verdient man im Schnitt mehr Geld, wenn man nicht gerade Low Budget, was es inzwischen auch sehr viel gibt, No oder Low Budget. Projekte macht, aber es ist ein anderer Umgang, wenn man nicht jeden Monat eine klare Summe auf sein Konto hat, mit der man rechnen kann. Das ist eine neue Erfahrung gewesen und da muss man jeder für sich, jeder Mensch ist ja auch anders, haushalten. Und mit der Zeit genauso. Ich mache das jetzt schon so lange und trotzdem werde ich unruhig, wenn mal längere Zeit nichts ist. Nun habe ich Glück, dass ich inzwischen 3 Kinder habe und also immer beschäftigt bin und mir gar nicht erst überlegen muss, ob ich den Sprachkurs buche oder dann doch eine Reise. Aber das habe ich früher gemacht in den Pausen, dass ich dann dass ich dann verreist bin oder tatsächlich Sprachkurse gemacht habe oder war immer eine tolle Zeit. Und ich glaube, das Tollste ist natürlich immer, frei zu haben und zu wissen, da und da drehe ich das nächste oder bin ich da, fange die Theaterproben an. Doof ist immer, und es hört auch nie auf, wenn da nichts in Aussicht ist. Da die Zeit zu genießen, bleibt eine Übung. Möge die Übung gelingen. Man muss wirtschaftlich mit dem Geld umgehen, was man verdient, auch wenn es auf einen Schlag mal viel ist. Und auf der anderen Seite aber auch mit der Zeit, diesen Leerlauf, dass man da die Zeit sinnvoll erfüllt, aber auf der anderen Seite auch wieder für Engagements frei ist. Also das Timing ist, das ist unglaublich schwierig. Ja, Kurse kann man ja immer absagen. Ja. Ne? Wenn dann so ein guter Film kommt, kann man ja auch schwuppdiwupp da mal den Kurs absagen. Ja. Was würden Sie noch abschließend sagen zu dieser MeToo-Debatte? Ist das für Sie ad acta jetzt? Ich will da kein großes Fass aufmachen, aber relativ neutral oder vielleicht nochmal am Rande mit Ihnen nochmal kurz darüber auch sprechen. Naja, ich fand das, also erstmal finde ich es ganz, ganz toll und großartig, wenn so Themen aufgerührt werden und aufgewühlt werden. Ja. Und die Gefahr ist aber immer, dass da so viele Nebenschauplätze mit aufgemacht werden und viele Aufregungen, so Sturm im Wasserglas sind an Stellen, die, finde ich, nicht so ausschlaggebend sind. Grundsätzlich, ich habe selber 2 Töchter, grundsätzlich sollte man nie damit aufhören zu sagen, Machtmissbrauch ist furchtbar und ich weiß auch gar nicht, wie man das Kindern oder jungen Menschen dann beibringt, auch wenn ich an meine... das Nein sagen vor allem. Das Nein sagen und nicht beeindruckt sein und nicht das Gefühl haben, ich muss was tun, das ist ja aber oft gar nicht so sehr klar gesteuert. Das sind ja oft Situationen, in die man reinrutscht als junge Frau, wo man dann wahnsinnig überfordert ist, weil es eben das erste Mal ist und das ist eine komplexe Situation, die ist nie so einfach dahingeschrieben und von daher, finde ich, sollte man nie aufhören, darüber zu sprechen. Aber all die Nebenschauplätze, finde ich, müssen wieder runtergenommen werden. Frau Martinek, ich will es jetzt nicht noch schwerer machen. Ich freue mich, Ihre Produktion, Ihre künftige Produktion zu sehen, weil ich Sie jetzt ja auch mal kennengelernt habe. Das ist viel spannender, wenn man da einmal diesen persönlichen Berührungspunkt hat mit Ihnen. Vielen Dank und schönen Abend. Danke Ihnen.